Tannen und Rotwein. Was kann man da kurz draus machen? Das erzähle ich heute. Wenn man kurz Essen hat, trinkt man ja gerne eine Flasche Wein dazu. Sogar in der Bibel wird der Wein schon erwähnt, wird empfohlen, gut für den Magen, wenn man Magenprobleme hat. So, aber ab und zu bleibt ein bisschen Wein über. Oder er schmeckt dann nicht so. Was macht man mit dem? Nicht wegschicken, sondern wir machen was Gutes draus. Nämlich, einerseits machen wir da einen guten Essig oder auch ein gutes Salzerl. Fangen wir mal an mit einem guten Essig. Da habe ich mal eine dann ein bisschen an braunen Zucker. Den habe ich eine dann. Und eine halbe Flaschen vom Rotwein. Einen guten italienischen habe ich eine dann. Und dann kommen noch Tannenzweigerl rein. Tannen geben einen guten, so zitronenmäßigen Geschmack. Auch ganz was Gesundes für die Atemwege. Und gegen Husten. Und dort ist fürs Immunsystem was Feines. Bakterien abtöten, also lauter gesunde Sachen bewirkt die Tanne. So, da haben wir schon einiges drinnen gestaut. Ich glaube, so passt es ungefähr. Ein halbes Flaschen Rotwein habe ich drinnen und das fülle ich jetzt mal auf mit einem guten Apfelessig vom Bauern. Also 1 zu 4 muss so das Verhältnis sein, gell? Damit man da ein gutes Aroma zusammenbringt. Dann haben wir da auch noch eine dran, Apfelessig. Das lassen wir dann beim Fensterbankerl stehen für ein paar Wochen, lassen wir das reifen, vielleicht ein bisschen mal ab und zu dann schütteln auch. Meine Herzhersteller, das duftet herrlich und nach ein paar Wochen kann man es dann abseihen und in schöne Flaschen da abfüllen und dann vielleicht auch noch Tannenzweigerl umdrehen, mit einem Mascherl verbinden. Man hat schon wieder ein schönes Geschenk, ein selber gemachtes. So, und das andere mit dem restlichen Wein könnt ihr euch ein gutes Salz machen, mit Tannen auch. Wie kriegt man das zusammen, dass das so schön gefärbt ist? Einfach das Salz so auf dem Backblech aufgetun, also ein grobes Meersalz und dann ein bisschen Wein drüber und dann ins Rohr einstellen, so bei 70 Grad. Den Ofen ein bisschen offen lassen, so für eine Stunde ungefähr. Sobald es dann so trocken ist, so wie da, da tun wir jetzt da ein paar so Tannen, habe ich da schon ein bisschen vorbereitet, Tannennadeln, so grob ein bisschen zusammenschneiden. Schmeckt dann gut. Kann man überall dazu tun, zum Fleischbraten oder beim Wokgemüse. Geschmack schmeckt das auch fein. So, und das mischen wir da jetzt da rein. Und das schaut farblich auch so toll aus. Dieses Rot mit dem Grün gibt eine schöne Optik. Schmeckt auch köstlich. Und das tun wir dann gleich da so in das Glas rein. So, schubst die Pups. Und fertig haben wir unser Rotwein-Tannensalz.